Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deliver Us Moon. Und ja, wir werden immer ein kleines bisschen zurückversetzt, aber das ist gar kein Problem. Wir sind hier im Fahrzeughangar und waren quasi auf dem Weg nach draußen. Hierfür müssen wir einfach nur ganz vorsichtig mit diesem wunderbar schwammig fahrenden Fahrzeug auf die Kontakte fahren. Langsam. Und das nächste Tor öffnet sich. Und ich bin gleich wirklich gespannt, wie es draußen aussieht. Hat ein bisschen was von Star Wars, dass unser kleiner Freund da oben, der ASE, drin sitzt. Kam übrigens in den Kommentaren der Namensvorschlag Fly Guy von dem lieben Wally Goes. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Finde ich, ist eine gute Idee. Ab jetzt ist das Fly Guy. So. Okay. Ich denke mal, das ist jetzt die Druckschleuse. Und ich bin wirklich gespannt. Kopernikus-Krater. 2059, 5 Jahre nach dem Blackout. Alles sehr gedämpft. Das ist aber schon beeindruckend. Ich folge jetzt einfach mal hier diesen, nennen wir es mal Weg. Und wir bewegen uns elegant wie eine Katze durch das schwierige Gelände. Aber da hinten müssen wir hin. Egal, wir genießen das Ganze jetzt erstmal hier. Wahnsinn. Es ist schon extrem gut gemacht. Sind das für goldene Kuppeln? Das würde mich mal interessieren. Was haben wir hier? Aussteigen und gucken ist nicht. Glaube ich zumindest. Könnte man natürlich probieren, aber ich glaube es natürlich nicht. Dann hätten wir wieder das Sauerstoffproblem. So. Ganz langsam. Hier haben wir auch wieder die Kontakte. Schnell rein. Fly Guy ist auch mit dabei. Druckausgleich. Sauerstoffproblem gelöst. So. Was haben wir hier? Hier sind auch theoretisch Raumanzüge drin. Ein bisschen Werkzeug. Ich würde mal sagen, wir schalten um auf unseren Freund. Schließen die Tür auf. Wechseln wieder. Und klettern mal hier hoch. Tür hinter uns verriegeln halte ich nicht für notwendig. Surface Ops. Okay. Hier ist wieder eine Luftschleuse. Also muss es jetzt gleich schnell gehen, was auch immer wir tun müssen. Okay, wir gehen hier hoch. Und ihr seht schon, wie leicht wir uns bewegen. Da kommt definitiv so ein Gefühl der Schwerelosigkeit auf. Okay, klettern. Freund, klettern. Mit der Leichtigkeit einer Feder. Und ich möchte am liebsten stehen bleiben und mich einfach umschauen.
Leider ist dieses Sauerstoffproblem nach wie vor vorhanden. Vielleicht hier beim Hochklettern. Wahnsinn. Obwohl es eigentlich so leer ist, sieht es verdammt gut aus. Okay, wir interagieren. Das ist ein Aufzug. Okay. Wir müssen uns jetzt mit irgendwem verbinden. Drehen das Ganze mal. Okay. Die Verbindung ist aufgebaut. Ah. Und gnädigerweise wurden wir direkt wieder runtergeschickt. Steigen natürlich wieder ein. Sind wir da hinten hin? Okay. Oh, oh, oh. Wenn wir hier einen Unfall bauen, brauchen wir den ADAC nicht rufen. Der kommt nicht. Ich bin echt gespannt, was mit den ganzen Leuten passiert ist. Ganz vorsichtig, wie wir es damals in der Fahrschule gelernt haben. Und offen. Steigen wieder aus. Sehr gut. Und rein hier. Fly Guy. Perfekt. Und hier ist die Tür bereits offen, okay. Gibt es noch eine andere Besonderheit? Stand jetzt nicht. Bin mal gespannt, ob es uns so einfach gemacht wird wie bei dem ersten Sender. Irgendwie das Gefühl, dass es jetzt schwieriger wird. Okay. Aber eigentlich dürfte hier ja nichts zerstört sein in dem Sinn, oder? Okay. Oh oh. Das ist natürlich gefährlich. Wir wollen ja nicht gegrillt werden. Geschafft ist geschafft. Haben auch noch ein bisschen Sauerstoff auf der Uhr. Und da sind wir wieder am Kontrollterminal. Verbinden. Ja,
Ja, so ähnlich arbeitet die Telekom. Dem Ausbau von Glasfaser. Nicht. Aha. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Stationsenergie online. Lokale Stromquelle erkannt. Perfekt. Fortuna, sind Sie das da draußen? Gott, ich hoffe es. Wir haben gesehen, was auf Pearson geschehen ist und dachten Sie... Aber gerade eben gab es Aktivität im MPT-Netzwerk, so viel wie seit Jahren nicht mehr. Anscheinend eine lokale Energieübertragung, die nicht mit der Quelle an der Tombow-Anlage verbunden ist. Dort muss es wohl Reaktorprobleme geben. Tombow ist weiter entfernt. Zu Fuß kämen Sie da nicht lebend an. Vielleicht finden Sie in der Mondzentrale andere Transportmittel. Ich hoffe, Sie hören das. Ich hoffe. Immerhin wird registriert, dass wir hier vorankommen. Ist natürlich schade, dass wir uns nicht melden können. Wir fahren natürlich jetzt erstmal zurück. Zu schnell. Ganz langsam. Na komm. Perfekt. Jetzt beim Einparken kaputt machen. Ah, soll wohl passen. Okay. Diagnosefunktion im MPT-Kontrollzentrum ausführen. Alles klar. Machen wir. Oh, dass hier noch Anzüge drin sind, ist irgendwie unheimlich. Als wenn die jeden Moment aufgehen würden und nach uns packen oder so. Okay. Diagnosefunktion. Können wir doch bestimmt hier, oder? MPT-Diagnose. Okay. Und so wie es aussieht, müssen wir nach Tombow. Weil wir von dort kein Signal erhalten, entsprechend das MPT-Netzwerk offline ist. Und leider können wir die einen Schienenbahnen nicht benutzen, daher die Reaktoranlage offline ist. Oder können wir die jetzt aktivieren? Die eine Schienenbahn ist online. Sehr cool, dann können wir da jetzt hinten. Und auch, dass hier jetzt überall so ein bisschen Licht wieder ist, ist das Ganze lebendiger erscheinen. Oh, was haben wir hier? Wir schauen uns das Ganze natürlich an. Heute stehen wir an einem Scheitel. Die katastrophalen Ereignisse in der Tombow-Anlage haben uns die Augen für eine unbequeme Wahrheit geöffnet. Wir haben Freunde verloren, Kollegen, Kolonisten, die ihr Leben für eine hoffnungslose Sache gaben, für einen sterbenden und unrettbaren Planeten. Wir landen in Heimat, unseren blauen Planeten.
aber die heutige Erde ist nicht mehr als ein Schatten ihrer selbst. Der MPT kettet uns an einen Felsbrocken, aber nicht länger. Sie alle hier sind Überlebenskünstler. Sie sind hier, weil sie die Stärksten sind, die Klügsten, die Besten. Zusammen wagen wir den Sprung und riskieren alles für eine neue Ära der Entdeckung, wie unsere Ahnen, als sie sich aufmachten, um neue Welten zu erkunden. Wir können umkehren, um uns an einen sterbenden Ort zu fesseln oder den Blick nach außen richten. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Entscheiden Sie sich. Und zwar jetzt. Der Menschheit dämmert ein neuer Morgen. Und er dämmert heute. Das klingt gar nicht gut. Da wollte sich wohl jemand komplett abkapseln von der Erde und sein eigenes Ding durchziehen. Der große Sprung nach vorne. In einer Rede vor den Mondkolonisten zollt William MacArthur den Opfern einer jüngsten, nicht gemeldeten Katastrophe in der Turmbauanlage seinen Respekt. Er denunziert die unrealistischen Erwartungen der WSA und bietet einen alternativen Weg in eine erfolgreiche Zukunft für die Menschheit. Outward. Aufgezeichnet am 23. September 2054, Zeitpunkt des Blackouts. Also, es gab in Turmbau diese Katastrophe, der wir jetzt wahrscheinlich gleich auf den Grund gehen, aber gleichzeitig sind die Leute dann alle definitiv woanders hin. Da bin ich mal gespannt, ob wir dann wirklich noch Leute treffen oder nicht. Okay. Was haben wir jetzt? Untersuche die Fehlerursache des MPT in der Turmbau-Reaktoranlage. Verlasse die Copernicus-Mondzentrale mit der einen Schienenbahn. Alles klar, dann werden wir das jetzt tun. Mann, jetzt passiert jetzt richtig viel. Wenn ich mir überlege, wie lange ich gebraucht habe, um Ersatzteile und sowas für dich zu finden, mein Freund, da passiert ja jetzt richtig viel. Naja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Wurden wohl Tiere mitgenommen? Ist natürlich interessant, ne? Ob hier auch Nahrungsmittel angebaut wurden. Wie das Ganze vonstatten geht. Ich weiß nicht, habt ihr mal der Marsianer gesehen? Das war eigentlich ganz interessant. Weil seine Lebensmittel nicht ausreichten, musste er dann letzten Endes selbstständig irgendwie probieren, den Boden fruchtbar zu machen und selber Lebensmittel anzubauen. Aber durchaus empfehlenswert, der Film. Was haben wir hier? Ich würde das wieder scannen. Was sollte denn die Ansprache? MacArthur kann das doch nicht so entscheiden, oder? Hör mal, wir haben hier nichts zu melden, okay? Hilf mir einfach mit dem Kram. Stell das hin, Frank. Weißt du nicht, wozu Helium da ist? Seltsam, dass es hier ist, statt beim Reaktor, den es antreiben sollte. Klar, irgendwie schon, aber... Aber was? Sollen wir einfach brav gehorchen? Weißt du überhaupt, was passiert, wenn wir abhauen, während der MPT aus ist? Haben wir denn eine Wahl? Warum sollen wir denn tatsächlich zurück? Zu Überschwemmungen und gleißender Hitze? Ich hab's satt! Der Rat gibt uns eine zweite Chance, die verschwende ich nicht. Genug geredet. Hilf mir mal. Hart. Eigentlich sind alle hier gewesen zum Wohle der Menschheit, damit es auf der Erde irgendwie weitergeht. Aber letzten Endes haben sie sich von ihr abgekapselt. Okay, wir müssen jetzt aber kein Helium laden. Okay. Flyguy assistiert wieder.
Sarah Baker, Chefingenieurin der Pearson-Raumstation. Zusammen mit Mechaniker Rolf Robertson sollte ich Nachforschungen zum Blackout anstellen. Eine ASE-Einheit griff mich an. Ich wurde ohnmächtig. Ich weiß nicht genau, weshalb sie das tat. Anscheinend ist mein Expeditionspartner fort und ich kann weder die Pearson-Raumstation noch andere Einrichtungen kontaktieren. Ich überquere jetzt die Grenze an Copernicus Außenposten 1 vorbei, um nach Tombow zu gelangen und herauszufinden, was den MPT-Aussetzer verursacht hat. Wenn Sie das hier finden, kontaktieren Sie mich. Alex, Aufnahme beenden. Okay, ist die Frage, können wir das gleich? Okay, Copernicus Außenposten 1. Was müssen wir jetzt hier tun? Tanken. Erhalte Zugang zum einen Schienenbahnterminal. Okay. Die Bürden des Festhaltens. Kurz nach MacArthurs Rede treffen die Mondkolonisten die letzten Vorbereitungen, um MacArthurs Pläne für Outward umzusetzen. Nicht alle sind sich einig, dass dies die richtige Maßnahme ist, aber während einige aus Sorge um das Schicksal der Erde protestieren, erkennen andere die Weisheit in MacArthurs Worten. Okay. Sind gespalten, aber ich denke im Großen und Ganzen, wenn wir das so betrachten, haben sie sich ihrem Schicksal gefügt. Jetzt haben wir hier einen neuen Punkt, Sarahs Reise. In der Hoffnung, dass jemand kommt, um sie zu holen, erinnert Sarah sich an die jüngsten Ereignisse. Sarah hat keine Möglichkeit, zur Pearson-Raumstation zurückzukehren, solange der MPT nicht funktionstüchtig ist, und beschließt, nach vorne zu schauen. Okay, das ist das, was wir gehört haben. Wir ziehen irgendwo raus. Ja. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Frank has a code. Okay. Frank, wo bist du? Wir müssen Frank finden. Okay, das Space Tech Magazine. Steht aber nichts von Frank. Also suchen wir ihn. Copernicus One-Kolonisten, dies ist eine Evakuierung. Der Tombow-Reaktor hat eine kritische Fehlfunktion. Wir evakuieren Sie zur Copernicus-Mondzentrale. Hey, ganz ruhig. Wer schickt Sie? Wir sind ja auf Befehl des Lunarrats. Der Lunarrat? Frank, passiert irgendwas Seltsames im MPT-Netzwerk? Nö, nichts Ungewöhnliches. Tombow scheint in Ordnung zu sein. Vielleicht können Sie erstmal was erklären? Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Der Rat wird die Lage erläutern, sobald alle Kolonisten in der Mondzentrale sind. Also ist jetzt MacArthur am Drücker, was? Wir haben keine Zeit für sowas. Ergreifen Sie sie. Was? Hey, loslassen! Evakuierungscrew an MacArthur. Wir fahren mit Phase 2 fort. Außenpostencrew und Ladung sind auf dem Weg zur Mondzentrale. Bisher keine Nachricht von den anderen bei Reinhold. Gut gemacht, Ivan. Warten Sie, bis die Außenposten 1 passiert haben. Kontaktieren Sie mich, wenn die zweite Ivan-Crew ankommt. Das wirkt doch so, als ob das Ganze künstlich herbeigeführt wurde, oder? Wir haben auf jeden Fall mitgekriegt, wo Frank rauskam, und zwar hier. Frank Wilson. Aber auch hier brauchen wir einen Code, und den haben wir nicht. So, weiter Hinweise suchen. Ist dasselbe? Copernicus One-Kolonisten. Ja. Dies ist eine Evakuierung. Der Tombow-Reaktor hat eine kritische Funktion.
Wir evakuieren sie zur Copernicus Mondzentrale. Hey, ganz ruhig. Okay, das lassen wir im Hintergrund mal laufen. Befehl des Lunarrats. Der Lunarrat? Frank! Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Hier ist wieder Pearson, Stationsingenieurin Sarah Baker. Ich bin von der Mondzentrale zu diesem Außenposten geschickt worden, um dort zusammen mit meinem Expeditionspartner Nachforschungen zum Blackout anzustellen. Die Mondzentrale war komplett verlassen, als wir ankamen, und wir konnten das MPT nicht reaktivieren. Wir wurden getrennt und haben den Kontakt zueinander verloren. Ich begebe mich allein nach Tombow, um meine Nachforschungen fortzusetzen. Mein einziger Anhaltspunkt ist, dass irgendwas in der Reaktoranlage passiert ist. Der Eingang zur Einschienenbahnstation ist blockiert, also muss ich einen anderen Weg dorthin finden. Ein Versuch ist es wert. Okay. Brotkrümel. Ja, man versucht halt Stück für Stück sich zusammenzureimen, was hier passiert ist. Gerade wenn man diese ganzen Hintergründe mit dieser, ich sag mal, Aktion hat, die für die Abkopplung dieser Station von der Erde ist und den ganz normalen Kolonisten. Es ist natürlich schwierig, das hier so zusammenzufassen, aber es kristallisiert sich immer weiter raus, dass diese Katastrophe halt, naja, nicht zufällig passiert ist. Und hier haben wir nochmal von dem Zwischenfall gerade die Zusammenfassung. Eine von MacArthur entsandte Einsatztruppe zwingt die Crew des Außenpostens mit zur Mondzentrale zu kommen, wo MacArthur alle Mondkolonisten versammelt, um die Vorbereitung auf das Outward zu machen. Nachdem die Crew und ein wichtiges Paket zur Mondzentrale geschickt wurden, wird der Einsatztruppe befohlen, am Außenposten zu bleiben, bis eine zweite Einsatztruppe eintrifft. 6 Stunden vor dem Blackout. Okay. Gehen wir weiter runter. Hier ist keine Energie drauf, aber da oben leuchtet schon etwas für uns. Da können wir auch gleich wieder mit Flyguy durch, aber wir müssen ihm erst den Weg ebnen. Ich würde mal sagen, das funktioniert nur, indem wir die Treppe auch entsprechend dahinsetzen. Ich jetzt fest. Mist. Wie bekomme ich die hier rauf? So hoch kann ich doch nicht schießen, oder? Nee. Ah. Ein kaputter Reifen. Sowohl Sarah als Software-Ingenieurin und nicht als Hardware-Mechanikerin ausgebildet wurde, hat sie einen anderen Weg gefunden, die Landschaft zu überqueren, nachdem sie den kaputten Reifen eines verlassenen Mondrovers gewechselt hatte. Angesichts der begrenzten Reichweite des Rovers ist jedoch unklar, wie man sie zur Tombow-Anlage bringen könnte. Okay. Ja gut, wir haben hier keinen Mondrover. Wir greifen das nochmal. Reifen. Danke. Wir können es definitiv hier nicht hochschieben. Wir hängen allgemein jetzt ein bisschen fest hier. Okay. Andere Idee. Ich gehe einfach so hoch und hoffe, dass es von der Entfernung reicht. Passt. Ein Müh müssen wir noch nach rechts.
greifen. Danke. So. Nichts für Leute mit Höhenangst. So. Und da können wir jetzt mit Fly Guy durch. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao.